Außerdem, nach Griechenland gerät nur noch Portugal weiter unter Druck. Die Kreditwürdigkeit des Landes ist von einer Ratingagentur schlechter bewertet worden. Und Polen übernimmt die Ratspräsidentschaft der EU und plädiert für eine stärkere Gemeinschaft. Der mögliche Verkauf von 200 deutschen Kampfpanzern an Saudi-Arabien ist an diesem Mittwoch Thema im Bundestag. Vor allem die Opposition ist empört über das geplante Rüstungsgeschäft. Allerdings das mit der Empörung ist gar nicht so leicht, denn die Bundesregierung schweigt beharrlich.